Hallo und herzlich willkommen bei Hamburg 1 aktuell. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober und folgende Themen haben wir für Sie vorbereitet. Vorwurf von Antisemitismus. Diskussion um Gastprofessoren der HFBK geht weiter. Streit um Außengastronomie. Bezirke Altona und Mitte mit unterschiedlichen Regelungen. Chance auf Traumstart. Crocodiles wollen den 10. Sieg im 11. Spiel. Antisemitismus unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit. Mit diesem Vorwurf sieht sich die HFBK, die Hochschule für bildende Künste, konfrontiert. Denn seit vergangenem Donnerstag lehren mit Reza Afisina und Isvanto Hartono zwei Künstler aus dem Kuratorenkollektiv Juan Grupa an der Hochschule. Das Kollektiv hatte auf der Documenta in Kassel auch ein Banner mit antisemitischen Darstellungen gezeigt. Die Debatte ist in Hamburg angekommen. Unter dem Motto "Ich bin kein Schwein" protestierte heute der Landesrabbiner mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde vor der HFBK in Hamburg. Antisemitismus sei auch mit der Kunstfreiheit nicht begründbar. Wenn die Künstler Juden mit Schweinkopf oder mit anderen Stereotypen dann auch zeichnen und dafür noch nicht entschuldigt und wollen hier auch mal Kunst lehren und beibringen, das macht uns ganz große Sorge. Sie seien zwar offen für einen Dialog, doch nicht erst jetzt, wo bereits mit der Gastprofessur Fakten geschaffen sind. Jetzt fordert die Initiative Wiederaufbau Bornplatz-Synagoge, die Gastprofessur wieder zu entziehen. Doch die Hochschule hat die Einladung an Afisina und Hartono bereits vor einem Jahr, also vor der Documenta, ausgesprochen. Als in den letzten Monaten dann immer mehr auch Momente der Antisemitismusvorwürfe im Raum standen, mussten wir uns die Frage stellen, wollen wir weiterhin mit denen zusammenarbeiten oder verneinen wir es und sagen, das ist nicht gut, wir müssten lieber über die Themen sprechen ohne die beiden. Da sind wir sehr eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass wir diese Themen nur künstlerisch-wissenschaftlich aufarbeiten können, wenn wir mit zwei Personen aus dem Kuratorenkollektiv gemeinsam darüber sprechen und arbeiten. Durch die Professur wolle man eine Debatte führen, die auf der Documenta nicht stattgefunden habe. Unser Ziel ist es eigentlich noch mehr als eine Hoffnung, dass die dort nicht befriedigend und auch nicht zu Ende geführten Diskussionen hier in einer etwas anders gerahmten Umgebung mit Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen, mit Expertinnen auch für Antisemitismus von außen diskutiert werden können. Was im Kern diskutiert werden darf, ist für die jüdische Gemeinde jedoch entscheidend. Zum Thema antisemitische Stereotypen, die verbreitet werden, die volksverhetzend sind, die entmenschlichend sind, finde ich schwierig, dort einen Dialog zu führen, weil das ist eindeutig, da ist kein Interpretationsspielraum. Auch die ehemalige Documenta-Professorin Nora Sternfeld möchte nicht antisemitische Propaganda diskutieren, sondern durch die Debatte strukturellen Antisemitismus in der Kunst und der Gesellschaft verstehen. Es ist keine antisemitische Propagandaarbeit. Es ist eine Arbeit, bei der eindeutig antisemitische Motive vorkommen. Das ist nicht akzeptabel. Es ist aber nicht antisemitische Propaganda. Daher gilt es erst einmal zu verstehen, was an antisemitischer Bildsprache nicht akzeptabel ist. Die Hochschule plant nun für die kommenden Monate hochschulinterne als auch öffentliche Veranstaltungen zur Antisemitismusdebatte, um eine differenzierende Auseinandersetzung zu ermöglichen. Um Gastronomiebetriebe während der Corona-Pandemie zu unterstützen, durften Betreiber bislang mit entsprechender Genehmigung auch Parkplatzflächen als Außenfläche für Tische nutzen. Im Bezirk Altona wurde diese Maßnahme nun bis Ende 2023 verlängert. Im Bezirk Mitte hingegen endet sie diesen Monat. Bei Gastronomen sorgt die unterschiedliche Handhabung für Frust. In den vergangenen Monaten nutzte das Café Graupi auf St. Pauli an Wochenenden diese Parkplatzfläche für zusätzliche Sitzplätze des Außenbereichs. Zwischen Freitag und Sonntagabend fanden hier rund 10 zusätzliche Gäste Platz. Doch damit ist nun Schluss. Nach einer Entscheidung des Bezirks Mitte endet die Erlaubnis für die Nutzung dieser Fläche Ende Oktober. Ja, natürlich ist es für uns schlechter, weil wir brauchen momentan mehr Sitzplätze draußen und mit Abstand. Wenn das weggenommen wird, ja, und jetzige Zeit ist ein bisschen schlecht, kann ich sagen.
Grund für das Ende der Nutzung sind nach Angaben des Bezirks Mitte anhaltende Ruhestörungen und eine erhöhte Belastung für Anwohnende. Daher soll die Regelung für die Wintersaison bis Ende März aufgehoben werden. Wir haben jetzt über 3 Jahre Ausnahmesituation gehabt in der Corona-Zeit. Wir sind den Gastronominnen und Gastronomen damit entgegengekommen, haben das gerne gemacht. Jetzt wollen wir allerdings gerne auch wieder zurück zur Regel und nicht zur Ausnahme. Und die Regel im Winter in Hamburg-Mitte war eigentlich immer, dass es keine Außengastronomie gibt, sondern nur städtische Rauchertische, also reduziertes Besteck. Nur ein paar Straßen weiter im Bezirk Altona sieht die Lage ganz anders aus. Hier wurde die Erlaubnis zur dauerhaften Nutzung von Parkplatzflächen bereits bis Ende 2023 verlängert. Die Entscheidung sorgt für Erleichterung. Wir haben da schon gefeiert. Also wir haben uns sehr gefreut darüber, dass Altona es endlich eingesehen hat, dass diese kleinen Unternehmen, also eigentümergeführten Betriebe, unterstützt werden. Mit den ganzen Nebenkosten, die jetzt gerade nach oben gehen, ist jeder Platz, den ich mehr habe, zusätzlich habe, überlebenswichtig. Überlebenswichtig sind diese Plätze aber auch im Bezirk Mitte. Dass hier jedoch andere Regeln gelten, ist für die Betreiber unverständlich. Das verstehen wir auch nicht. Wir sind alle Gastronomen aus Hamburg und wir verstehen das nicht, warum ein Stadtteil hat Vorteil und wir oder der anderen nicht. Das ist natürlich unfair. In den kommenden Monaten wird der Bezirk Mitte nun Konzepte erarbeiten, wie es dann ab Anfang April weitergehen kann. In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2021 ist am Ufer der Alster plötzlich eine Skulptur aufgetaucht. Die sogenannten Hamburger Stadtmusikanten durften damals trotz fehlender Genehmigung stehen bleiben. Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat der Statue eine Sondernutzungserlaubnis ausgestellt. Bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Hund, Affe, Hase und Ratte. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde die Bronzestatue vor rund einem Jahr am Alsterufer aufgestellt, in Gedenken an die Opfer von Tierversuchen weltweit. Hinter der Aktion steckt die Initiative Geister der Versuchstiere. Es werden über 7 Millionen Tiere im Jahr im Tierversuch verwendet, wie es heißt. Und es gibt für die Geister, für diese Tiere, kein Mahnmal. Sie verschwinden in Statistiken, sie verschwinden in Zahlen und letztendlich sind sie als Lebewesen nicht wahrgenommen worden. Die Geister der Versuchstiere sind aber da und die haben sich Gedanken darum gemacht, dass es wichtig ist, ein Mahnmal für diese Tiere zu schaffen. Die Statue sei das deutschlandweit einzige Denkmal dieser Art. Selbst in ganz Europa gäbe es nur 2 Mahnmale für die Opfer von Versuchstieren. Dabei ist das Thema noch immer hochaktuell, weiß Susanne Breyer. Die Politik sagt zwar, sie möchten gerne die Anzahl der Tierversuche reduzieren auf notwendige, muss man diskutieren, was notwendig ist, Tierversuche. Letztendlich ist es aber so, dass de facto die Zahlen der Tierversuche steigen, dass die Tierversuchslabore weiterhin Tierversuche durchführen. Das Bezirksamt Nord hat für das Mahnmal damals eine Sondernutzungsgenehmigung erteilt. Diese läuft Ende des Jahres aus. Dann müssen die Stadtmusikanten auf Kosten der Initiative weichen. Mit einer Fotoaktion möchten die Geister der Versuchstiere dem entgegenwirken und für einen Verbleib der Skulptur kämpfen. Wir sind im guten Gespräch mit der Stadt Hamburg, mit dem Bezirksamt Nord. Sehr freundlich, sind uns auch sehr wohlgesonnen. Und wir hoffen, dass wir auch über den 31.12.2022 eine Möglichkeit finden, die Hamburger Stadtmusikanten am liebsten hier vor Ort in der Stadt Hamburg zu belassen. Zumindest hier am Alsterufer wird das aber wohl nicht klappen. Bereits im Januar hat das Bezirksamt eine Verlängerung der Sondernutzungserlaubnis ausgeschlossen. Auch ist es nach Hamburg 1 Informationen schwierig, eine andere geeignete Stelle für die Statue zu finden. Mit Sockel wiegt die Skulptur deutlich über 1 Tonne. Der neue Platz muss also stabil sein. Offenbar wird über eine Platzierung in einer Fußgängerzone in Altona nachgedacht. Der Bezirksausschuss möchte am 7. November darüber entscheiden, wo die Hamburger Stadtmusikanten in Zukunft leben sollen. Ja, und was sonst noch in unserer Stadt wichtig war, das sehen Sie im Nachrichtenüberblick.
Feuerwehreinsatz in der Kita des Albertinenhauses in Schnelsen. Dort haben zur Mittagszeit 4 Kinder unter Übelkeit und Erbrechen gelitten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen und Sanitätern an. Die betroffenen Kinder wurden vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ob eine Viruserkrankung Ursache der Beschwerden war, steht noch nicht fest. Demis Volpi wird neuer Intendant des Hamburg Ballett. Damit tritt er am 1. August 2024 die Nachfolge von Professor John Neumeier als Intendant und Leiter des Ballettzentrums Hamburg an. Die Entscheidung hat der Aufsichtsrat der Hamburgischen Staatsoper am Donnerstag einstimmig getroffen. Der 36-jährige Deutsch-Argentinier ist ausgebildeter Tänzer und als Choreograf international bekannt. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat Neumeier seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der Hamburger Ehrenbürger leitet das Hamburg Ballett schon seit 1973. Die Stadtreinigung Hamburg hat am Donnerstagvormittag mit ihrer jährlichen sogenannten Laubschlacht begonnen. Der Auftakt erfolgte in Hamm-Nord. 550 Mitarbeitende werden in den kommenden Wochen rund 2000 Tonnen Herbstlaub von insgesamt 11.530 Kilometern Straße, Rad- und Fußwegen entfernen. Eine Laubmenge, die etwa 400.000 Standardmülltonnen füllen und nebeneinander gestellt von Hamburg bis nach Osnabrück reichen würde. 125 Jahre Hamburger Rathaus. Zum Jubiläum gibt es unter anderem eine Festwoche vom 21. bis zum 27. Oktober. Angeboten werden szenische Führungen, eine Fotoausstellung, ein Tag der offenen Tür und viele weitere Veranstaltungen. Anlässlich des Jubiläums wird auch das Buch Das Hamburger Rathaus 125 Jahre, 125 Geschichten veröffentlicht. Hintergrundinformationen zum Rathaus und das komplette Jubiläumsprogramm sind unter www.rathaus.hamburg.de verfügbar. Und damit kommen wir zum Sport. Das 6:1 der Crocodiles Hamburg am Dienstag bei der EG Dietz Limburg war der 5. Sieg in Serie. Allgemein ist der Saisonstart mit 9 Siegen und nur einer Niederlage mehr als geglückt. Am Freitag wollen die Farmsener in eigener Halle nachlegen. Das Spiel steht jedoch unter einem ganz besonderen Zeichen. Ihr Training haben die Crocodiles Hamburg noch in klassischen Farben absolviert. Im Heimspiel gegen die Rostock Piranhas am Freitag werden die Krokos erstmals in ihrer Geschichte in pinken Sondertrikots auflaufen. Und das aus gutem Grund. Ja, wir haben die Möglichkeit mit unserem Partner Hardrock Café und Brustkrebs Deutschland zusammen ein Pinktober-Spiel zu machen, um eben gerade auf das Thema Brustkrebs bei Frauen aufmerksam zu machen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte und wir freuen uns, dass wir das bei uns machen dürfen. Die Idee dazu entstand bereits im Sommer. Die Trikots sind jedoch nur ein Teil der Benefizaktion. Während des gesamten Spiels wird es auch im Zuschauerbereich weitere Spendenmöglichkeiten geben. Wir geben natürlich, gibt es erstmal 1 Euro pro verkaufter Karte, geht eben an Brustkrebs Deutschland. Dann haben wir unser Puckspiel, das komplett in den Topf fließt. Wir haben eine Verlosung, die komplett in den Topf fließt. Die Fans machen einen Waffelstand hinten in der Ecke. Wo 50% dann eben an Brustkrebs Deutschland gehen. Und die Trikots werden im Nachgang dann bei eBay versteigert. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da auf eine schöne Summe kommen, um den Verein da eben zu unterstützen. Auch sportlich geben die Farmsener bislang eine gute Figur ab. 26 Punkte aus den ersten 10 Partien, Tabellenplatz 2 und teilweise berauschende Leistungen wie beim 5:2 am vergangenen Sonntag gegen die Hannover Scorpions. Ein Sieg gegen den Vorletzten aus Rostock scheint da fest eingeplant. Doch Trainer Henry Thom will gar nicht erst den Schlendrian einziehen lassen. Ich versuche jetzt auch im Training trotzdem das Tempo sehr hoch zu halten und die Intensität, dass man auch im Training auf die Kleinigkeiten achtet und nicht jetzt, es läuft schon und wir machen es schon irgendwie. Nee, also wir müssen mal gucken, dass wir uns trotzdem verbessern und an den Kleinigkeiten arbeiten, die vielleicht im letzten Spiel nicht so gut waren. Zu Hause sind die Crocodiles sogar noch ungeschlagen. Diese Superserie soll auch in den pinken Sondertrikots Bestand haben. Und die Farbe Pink gilt ja als dominant, schrill und selbstbewusst. Das trifft ja derzeit irgendwie auch auf die Krokos zu. Die Kombination von Sonne und Wochenende ist doch recht selten geworden. Frank, wie wäre es mal wieder mit einem sonnigen Wochenende? Ja, da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Dieses Mal wird es leider nichts. Eine ungünstige Wetterlage, die leider anderes Wetter bringt als das, was wir uns alle gemeinsam wünschen würden. So sieht die aktuelle Wetterlage aus.
Westlich von uns liegen auch in den kommenden Tagen Tiefdruckgebiete. Georgina heißt das aktuelle Tiefdruckgebiet. Es lenkt jetzt für die kommenden Tage zwar relativ milde Luftmassen zu uns, die allerdings bringen auch viele Wolken mit sich und die Tauben an der Elbe, sie müssen ab und zu ein paar Regenschauer ertragen. In der kommenden Nacht gibt es viele dichte Wolken, aus denen Schauer fallen. Ab und zu ist sogar mal ein kurzes Gewitter nicht ausgeschlossen in einigen Stadtteilen. All das zieht dann in der Nacht ab. Dann gibt es eine kurze Regenpause zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgen früh. Kommt dann schon der nächste Regen hereingezogen, meistens schauerartig verstärkt. Die dichten Wolken bleiben uns den Tag über erhalten. Selten mal ein wenig Sonnenschein, ein paar Aufhellungen und ab und zu eben Regenschauer. Die Temperaturen bei 17 Grad. Immerhin ist die Luft einigermaßen mild. So wird es auch in den kommenden Tagen einigermaßen mild bleiben. Es geht am Samstag rauf auf 18 Grad. Der Himmel zeigt ein paar wenige Wolkenlücken, durch die ab und zu mal die Sonne, so wie hier im Hintergrundbild, hindurchschimmern kann. Zwischendurch gibt es aber auch Regen. Schauer. Frühnebel, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Der Sonntagvormittag ist meistens trocken. Nachmittags gibt es wieder vermehrt Regenschauer. Die Temperaturen am Montag auf dem Höhepunkt der meteorologischen Entwicklung für die kommende Woche. 19 Grad werden erreicht. Ab Dienstag wird es langsam wieder ein bisschen kühler und man sieht auch schon an den Wolken, es wird auch langsam wieder ein bisschen trüber mit Regenschauern. Machen Sie das Beste aus diesem Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, vielen Dank, Frank Böttcher. Und damit sind wir auch schon am Ende für heute mit Hamburg 1 aktuell. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.